heiße Fähchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Drohnen. Ja. Weiter geht's mit Marcus, wie ich es mir schon gedacht habe. Oh, das bleibt geil. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Na, dann sollten sie uns besser nicht schnappen. Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir da. Okay. Sie dürfen uns nicht sehen. Und woher erfahren wir, ob sie uns jetzt sehen oder nicht? Vorsicht! Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Sie scheinen sich auszukennen. Dann geht's halt über die Container. Ich saß doch zwischen denen. Eigentlich habe ich mich zwischen sie gehängt. Es ist halt so geil, wie dann einfach mal wieder Laufen in Animation übergeht. Wie cool. Cyberlife-Lagerhäuser. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Aber wie? Ich mach das. Wie? Oh, ja. Was machen wir? Ich glaube, wir nehmen erstmal den Weg hier. Reicht das schon? Wäre zu weit weg, okay. Weiter zurück. Na, dann tun wir das halt. Los, 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 los. Bist du okay? Ja, ja, alles klar. Gut gemacht, Max. North, genau. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel ihr könnt. Warum kann ich ja keine Kisten durchsuchen? Das ist da hinten, das war eine.
mal. Was hat Nors gesehen? Androiden. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Turn! Gottverdammte Maschine! Wo ist er diesmal? John? Ich brauche deine Hilfe. John? Erst die Drohne, dann das. Echt super. Wir müssen abhauen wieder. Steckt den Rest ein und dann nichts wie weg. Ja, mach ich doch. Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Ich hab was. Schön nehmen. Auch Sachen, die uns verbessern könnten. Guck mal dir. Was ist da drin? Droiden. Warum seid ihr nicht Fifi? Wolltet ihr nicht frei sein? Ich weiß es nicht. Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Na dann. Nehmt mich mit. Was? Er ist auf ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Wir können ihn nicht mitnehmen. Es ist zu gefährlich. Er kommt mit uns. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Oh, Scheiße. Ich will das. Wartet hier. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Marcus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Okay. Verdammte Hunde. Warum bellen sie schon wieder? Vielleicht das Wetter. Sie mögen keinen Sturm. Ja, ich wollte dieses Wochenende mit den Kindern campen. So viel dazu. Ist Mike noch in Zone 4? Sieht so aus. Er sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille.
Was war das? Das war ein Fässer. Okay, okay, okay. Puh. Cool. Na dann. Schnell, rein hier. Den Schlüssel einstecken. Dürfen wir jetzt Auto fahren? Oder fährt er automatisch? Na, fährt automatisch. Jetzt dachte ich schon mal kurz, es ist jetzt vorbei. Aber wir haben den ganzen Lastwagen geklaut. Eine Wagenladung. Wir haben die ganze Ladung geklaut. Wir haben Biokomponenten für alle. Egal. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Wir sind der Retter. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Das ist keine Freiheit. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Das ist auch keine Freiheit. Diese Freiheit will ich nicht. Richtig. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Oh. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Was für eine Gänsehaut. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Der geborene Anführer. Ich bin echt so gespannt, wie es weitergeht. Ich will immer wissen, wie es weitergeht. Ja, wir haben Sachen nicht gefunden, ich weiß. Okay. Okay, da gab es einige andere Möglichkeiten. Okay, wir hätten ja auch uns entscheiden können, den Schlüssel nicht zu suchen. Und dann wären wir einfach wieder zu Fuß weggegangen. Und da wäre wahrscheinlich auch die Gefahr bestanden, dass man uns entdeckt hätte. Genauso wie es mit den Androiden passieren hätte können, dass man uns entdeckt hätte. Es hätte auch einen Weg geben können, wo Marcus verletzt wird. Achso, wenn ich wahrscheinlich das mit dem Drücken weg gemacht hätte. Wir hätten noch wem anderen folgen können als North. Oh, viele Möglichkeiten. Jo, okay. Hier hinten war es doch wahrscheinlich, wir wären so entkommen oder wir wären gefasst worden. Wie immer, so viele Möglichkeiten. Jede Entscheidung hat eine Auswirkung. Oder fast jede Entscheidung. Es ist heftig, dieses Spiel. Ich kann es jedem empfehlen. Holt es euch, spielt es auch. Habt Spaß dabei, weil Wahnsinn. Die Grafik bei Hammer. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Macht's gut. Habt Spaß. Ciao, ciao.